Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Windows 11 Grundkompetenzen. Diesmal geht es darum, wie man sich im Windows Explorer die zuletzt besuchten Orte und Dateien anzeigen lassen kann. Ja, auf bewährte Art und Weise öffnen wir wieder den Windows Explorer mit der Tastenkombination Windows und E. Dann kann ich auf der linken Seite links oben hier Schnellzugriff auswählen und dann habe ich hier schon diese Dateien und dementsprechend die Orte, die ich zum Schluss besucht habe. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und das war's auch schon.